Eva se Chanel. Anchai Pono Mundoye. Ich schicke Anchai. Hallo, hier spricht wieder Kano Kassel. Ich kenne kaum ein schulisches Projekt, was so anstrengend, anspruchsvoll und wirksam ist, wie mein achttägiges Kanu-Projekt, das ich seit 15 Jahren an der Kopernikus-Schule Freigericht durchführe. Volle 8 Tage sind wir täglich mit der riesigen Kanu-Karawane auf dem Wasser unterwegs, bauen auf 7 Campingplätzen unser großes Zeltlager auf und ab, verladen täglich die persönliche Zeltausrüstung in die 5-Meter-Kanadier, kaufen unterwegs ein, besichtigen sehenswerte Orte, bedienen Schleusenanlagen, kämpfen uns durch bei Wind und Wetter. Die ersten 3 Tage unseres Projekts auf der Lahn dienen der Übung. In den folgenden 3 Tagen entsteht die notwendige Routine. Die letzten Tage flutscht alles wie am Schnürchen. Der Laden läuft dann wie allein. Nichts kann uns aufhalten. Doch heute ist erst Tag 2. Vor uns liegen 18 Kilometer bis zur sehenswerten Lahnstadt Weilburg. Wir sind noch in der Übungsphase. Hier und da ist noch ein bisschen Sand im Getriebe, aber das Wetter ist schön, die Stimmung gut und die Kampfmoral der Kids stimmt. Das Jubiläumsprojekt 2009 beginnt mir Spaß zu machen. Übrigens sind heute 7 Zaungäste mit an Bord unseres Kanu-Projekts auf der Lahn, wodurch wir 20 Kanus gleichzeitig auf dem Wasser haben. Das ist viel, aber mit Erfahrung nicht unmöglich. Gegen Mittag erreichen wir die Schleuse Löhnberg. Hier können wir an der Schleuseninsel alle unsere Kanus an langen Leinen festmachen und eine Stunde pausieren. Es gibt auch einen kleinen Kiosk. Während der Pause können nun alle Kids mal für andere Wasserwanderer die Schleuse bedienen und ihre Funktionsweise verstehen. Yeah.
Es ist schon eine gewaltig große Kanu-Karawane an Mensch und Material, die ich hier übers Wasser auf zu neuen Ufern führe. Aber die Lahn gehört zu den wenigen Kanuflüssen Deutschlands, die solch große Gruppen vertragen kann. Am späten Nachmittag dieses Sonntags passieren wir den einzigen Schifffahrtstunnel Deutschlands, der uns unter der Altstadt von Weilburg hindurchführt. An seinem Ende müssen wir eine Doppelschleuse bedienen. Sind die Schotts schon zu? Direkt hinter dem Schleusentunnel liegt der rustikale, aber für große Jugendgruppen bestens geeignete Jugendzeltplatz der Stadt Weilburg. Hier bivakieren wir die zweite Nacht auf unserem langen Wasserweg zum Rhein. Und wieder beginnt eine harte Maloche, die nur in Teamarbeit und Kameradschaft zu bewältigen ist. Habe ich aber noch nie gehört. War kein Platz drin, war nicht. Nein, aber es war outdoor, es war outdoor. Hey, yo, hey, yo. Spiritus. Scheiß Anlage.